alle sehr herzlich begrüßen. Besonders begrüßen darf ich unseren Gast heute. Das handelt sich um Herrn Harald Gerhard Heinrich Otto-Kurt Kleinschmidt. Und ich darf ihn vorstellen, gebürtig ist Herr Kleinschmidt 1949, wenige Tage nach der Verabschiedung des Grundgesetzes, Mai 1949. Wir erinnern uns, 30. Mai, 1. Juni Göttingen geboren. Er hat in Göttingen studiert. Wir sehen gleich an den Studienrichtungen ein breites Oeuvre, ein breites Feld, viele Fächer, Geschichte, englische Philologie, Philosophie, Pädagogik, Ethnologie, Afrikanistik. Er hat auch in den USA in den Jahren 70, 71 am Amherst College, Massachusetts, amerikanische Geschichte, europäische Geschichte, japanische Geschichte studiert. Das Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in Göttingen, nach dem Aufenthalt in den USA zurück nach Göttingen, schließlich Promotion zum Dr. Phil in Göttingen, mittlere und neuere Geschichte sowie alte Geschichte, englische Sprache und Literatur des Mittelalters. Die Betreuer waren Professor Wenzke und Professor Patzel. Die berufliche Laufbahn zeigt, Herr Kleinschmidt hat als wissenschaftlicher Angestellter wie als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet am Institut für Sozialforschung und historische Verhaltensforschung an der Universität Stuttgart, sowohl als Angestellter wie auch als wissenschaftlicher Assistent und dann auch als Privatdozent für mittlere und neuere Geschichte und historische Verhaltensforschung an der Universität in Stuttgart. Und dann kommt ein Sprung 1989 im Oktober, noch vor dem Fall der Mauer, also die Einigung Deutschlands ist noch nicht vor Augen, Herrn Kleinschmidt geht es nach Japan. Und er bekam dort eine Professur am College of International Relations der Universität zu Kuba. Und in weiterer Folge, auch seit 2000, ist Herr Kleinschmidt an der Universität in Tokio tätig. Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba und Graduate School of Arts and Sciences an der University of Tokio. Wenn man sich ansieht, Dissertation, Untersuchungen über das englische Königtum im 10. Jahrhundert, das ist Wenzkus Göttingen 1978, dann die Habilitationsschrift in Stuttgart 1985, da geht es um militärische Körperhaltungen und Körperbewegungen im Wandel zwischen dem 14. und dem 18. Jahrhundert, also der Sprung schon in die Zeit des Spätmittelalters und die Neuzeit. Wenn man die wichtigsten neueren Veröffentlichungen sieht, so muss man sagen, das ist ein Mann, der über die Epochengrenzen hinweg schaut. Das geht in Richtung Universalgeschichte. Ich werde Ihnen die Titel kurz anführen. Eine Geschichte der internationalen Beziehungen, 2001. Die Nemesis der Macht, eine Geschichte der internationalen Theorien. Einführung in das Mittelalter, die Transformation von Ideen und Einstellungen in der mittelalterlichen Welt. Dann Menschen in Bewegung, das sind meistens Titel, die auch in englischer Sprache erschienen sind. People on the Move, People on the Move, Attitudes, Thought and Perceptions of Migration in Medieval and Modern Europe. Oder Karl V., der Weltkaiser, Charles V., The World Emperor, Deutsch und mitunter auch wieder in Englisch erschienen. Migration, Regional Integration and Human Security, The Formation of Transnational Spaces, also Migration, regionale Integration und die auf den Menschen bezogene Sicherheit, die Entstehung transnationaler Räume. Oder auch Wahrnehmung und Handeln im mittelalterlichen Europa. Ruling the Waves, Emperor Maximilian I, The Search for Islands and the Transformation of the European World Picture around 1500. Oder Kriegführung in Japan. Oder auch eine Darstellung, 496 Seiten, alles Monographien, die ich jetzt zitiert habe, über Deutschland in der NS-Zeit. 2009, eine der jüngeren Publikation Migration und Identitätsstudien zu den Beziehungen zwischen dem Kontinent und Britannien, zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert. Ich denke, hier geht es wieder ein bisschen zurück in die Dissertationsjahre. Wir haben eine berufliche Laufbahn mit vielen Stationen, mit vielen Gastprofessuren in Tübingen, in Moskau, in Hamburg an der Helmut-Schmidt-Universität. Herr Kleinschmidt war Fulbright-Hayes-Stipendiat, eines von, ich denke, ein Dutzend von Stipendien, die Herausgebertätigkeiten vielfältig von den Organisationen, von Tagungen, Tagungssektionen und Konferenzen gar nicht zu sprechen. Wenn ich die Vorträge
die Herr Kleinschmidt an internationalen Konferenzen hier alle vorlesen würde, die von den Mitte der 80er Jahren bis herauf reichen, dann hätte ich 4 Seiten vorzutragen. Das ist auch nur eine Auswahl. Auch das Schriftenverzeichnis geht weit über das hinaus, was ich hier nun Ihnen in aller Kürze nur vorstellen konnte. Ich freue mich sehr, Sie, Herr Kleinschmidt, hier in Hildesheim begrüßen zu dürfen. Sie sind erst gestern über Zürich via Hannover von Japan nach Deutschland gekommen. Ich freue mich auch sehr, dass Sie Teil einer Forschergruppe sind, die wir hier versuchen zu organisieren zum Thema Europaräume, Wahrnehmung dieser. Herr Kleinschmidt ist zu uns gekommen nach Hildesheim zu den Europagesprächen, um zum Thema zu sprechen: verordnete Herrschaft, völkische Ideologie und Kolonialismus im frühen 20. Jahrhundert. Das fügt sich, weil es auch sehr gut zum Thema der aktuellen Hauptvorlesung gehört und passt, nämlich die Selbstzerstörung Europas, auch ein Teil der europäischen Geschichte, nicht nur europäische Einigung und Integration. Vorher gab es die Selbstentmachtung und die Selbstzerstörung. Wir freuen uns, Herr Kleinschmidt, dass wir hier Sie begrüßen dürfen, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag und die anschließende Diskussion. Bitte nun vorzukommen, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Herzlich willkommen. Gegenwart vorzuarbeiten. Ich bin noch nicht angekommen. Weiß nicht, wie lange ich noch brauchen werde und ob ich jemals so weit kommen werde, an den Punkt kommen werde, an dem Herr Gehler schon ist in der Zeitgeschichte. Also ich habe da noch sehr viel zu tun. Mein heutiges Thema ist einerseits sehr konventionell, indem ich bestimmte Aspekte des Kolonialismus zur Sprache bringen möchte, von denen ich annehme, dass sie gut bekannt sind. Andererseits ist es sehr unkonventionell in dem Sinn, dass ich versuchen werde, diese sehr bekannten Aspekte des Kolonialismus auf ihre zeitgenössischen Begründungen hin zu untersuchen. Das heißt, ich möchte Ihnen gerne ein paar Gedanken vorstellen, die ich hoffe, sorgfältig ausgewählt zu haben, darüber, wie in der Zeit des Kolonialismus, so also 1880er Jahre bis in das frühe 20. Jahrhundert, Intellektuelle den Kolonialismus begründet haben. Diese Begründung, glaube ich, deswegen interessant, weil sie Folgewirkungen haben, die wir heute noch spüren. Ich beginne mit einer Anekdote. Es ist wirklich eine Anekdote. Und Sie haben schon gehört, ich komme aus Göttingen. Deswegen glaube ich, dass ich es mir leisten kann, über Göttingen Witze zu erzählen. Und manches von dem, was ich über Göttingen zu berichten habe, ist zwar durchaus Tatsache, aber doch eher im Bereich der unfreiwilligen Komik anzusiedeln. In Göttingen eben traf sich am 22. und 23. November 1940 ein Trupp spätgeborener Kolonialisten. Der dortige Ethnologe Hans Hermann Plischke, ein Alt-Nazi, das heißt schon vor 1933 Mitglied der NSDAP, Ordinarius, ordentlicher Professor der Völkerkunde und damals gerade geschäftsführender Rektor der Universität, hatte seine Kollegen von der Völkerkunde zusammengetrommelt, um unter scheinbar günstigen Bedingungen über die Durchführung von Hitlers großem Plan zu sprechen. Schon im Jahr 1933 hatte der Führer jeden, der es hatte hören wollen, die Aufgabe gestellt,
die ehemals, ich zitiere, deutschen Kolonien zurückzuholen, wie es damals im Regierungsdeutsch hieß. In der NSDAP bestand seit 1934 ein personell gut ausgestattetes kolonialpolitisches Amt mit Sitz in München. Nach den Invasionen und nachfolgenden Besetzungen Österreichs, Böhmen und Mähren, Polens, Frankreichs und Dänemarks schien Plischke im Herbst 1940 die Zeit zum Handeln gekommen, um nach den ehemals deutschen Kolonien zu greifen. Frankreich war in großen Teilen besetzt und man hoffte nun auch, nachdem man auf den größten Teil des französischen Territoriums zugegriffen hatte, auch die französischen Kolonien sich einverleiben zu können, soweit sie vorher mal deutsche Kolonien gewesen waren. Das heißt, es ging im Wesentlichen um in Afrika und Togo. Niemand war nun in Plischkes Augen besser berufen als Speerspitze der Ausweitung des Kriegs auf Afrika und den Südpazifik zu dienen als die Vertreter der Kolonialwissenschaft, wie die Völkerkundler ihr Fach damals selbst gern nannten. Sie und nur sie hatten Plischke zufolge das Know-how über Länder und Völker, das geboten erschien, als Voraussetzung der Durchführung von Hitlers großen Plan. Gleichwohl zeigte Plischke wenig Neigung, in die Niederungen der alltäglichen Politik oder gar des Kriegsdienstes einzutreten. Seine Völkerkundler stellte er sich nicht als Soldaten vor, die Hitlers Forderungen mit der Waffe in der Hand Nachdruck verliehen. Hingegen sollten die um Plischke versammelten Hochschullehrer und Museumsleute Ideen entwickeln, wie die deutschen Kolonien nach ihrer scheinbar sofortigen Unterwerfung unter deutsche Herrschaft wirkungsvoll im Sinn der Ideologie des Nationalsozialismus zu verwalten waren. Dies sei, diese Ideologie des Nationalsozialismus sei, protzten die Göttinger Völkerkundler wie im Chor, eine bessere Grundlage für Kolonialherrschaft als britischer Pragmatismus und französischer Grandeur. Britische und französische Kolonialherrschaft seien bestrebt, die sogenannten Naturvölker zu assimilieren, gewissermaßen zu Pseudo-Europäern umzuformen. Die Nazis hingegen seien bestrebt, in den Kolonien das Volkstum, nebulöse Kategorie, zu erhalten oder wieder zur Geltung zu bringen. Mit diesem Ziel jedoch sollte keineswegs ein Bekenntnis zur Anerkennung von Egalität, kultureller Diversität und Pluralität verstanden werden, sondern die Institutionalisierung von Ungleichheit. So war in Plischkes kolonialpolitischen Programm den deutschen Möchtegern-Kolonialisten die Position der Herren zu, die das Kommando über die Beherrschten in den Kolonien führen sollten. Dabei taten die Göttinger Völkerkundler so, als sei deutsche Kolonialherrschaft bereits gegeben, frugen also nicht etwa nach etwaigen Rechtsgründen für diese Herrschaft. Die Kolonialherrschaft galt als verordnet, ohne einer Rechtfertigung zu bedürfen. Im Jahr 1940 war Plischkes kolonialpolitisches Programm weder neu noch irgendwie aufsehenerregend. Bereits im Jahr 1934 hatte das 1917 als revanchistische Ideenschmiede gegründete Deutsche Auslandsinstitut in Stuttgart mit Hilfe von Geografen der Tübinger Universität ein Programm zur Rückholung der deutschen Kolonien entwickelt und sich damit ausdrücklich in den Dienst Hitlers gestellt. In Plischkes Stellungnahme aus dem Jahr 1940 fällt hingegen auf, mit welcher Selbstverständlichkeit der Göttinger Ordinarius erwartete, dass nunmehr rosige Zeiten für die Völkerkunde anbrechen würden. Er stellte den um ihn versammelten Kollegen die Aufgabe, ihre Studenten zu, Zitat, Regierungsethnologen auszubilden. Diese sollten in der Praxis der Kolonialverwaltung den Ideenschrott des Nationalsozialismus zuverlässig anwenden. Mit dem Bekenntnis, das Volkstum und die Kultur der von ihm sogenannten Naturvölker bewahren zu wollen, gab er der Meinung Ausdruck, dass die Naturvölker nicht nur ein vermeintlich unwandelbares Volkstum hätten, sondern auch eine Kultur ohne Geschichte. Die Naturvölker stilisierte Plischke zum Gegenpol der Europäer. Die Festschreibung von Alterität war Programm für die Zementierung politischer Ungleichheit. Die Angehörigen der Naturvölker erschienen Plischke und seinen Kollegen als Kinder ohne Möglichkeit, mündig werden zu können.
Veränderungen in der Kultur der Naturvölker konnten nach diesen Vorstellungen nur durch Octroi von außen bewirkt werden, der zur Anpassung an die europäische Kultur würde führen müssen. Indem Plischke Prozesse der Anpassung ausdrücklich aus seinem kolonialpolitischen Programm ausschloss, ließ er für die Kultur der Naturvölker keine Möglichkeit des Wandels zu. Die Erwartungen der zu Kolonialpolitikern mutierten Ethnologen, dass völkische Ideologie und Kulturalismus als Versatzstücke nationalsozialistischen Ideenschrotts der Restitution deutscher Kolonialherrschaft würden dienen können, gründete ihrerseits in vor- und außernationalsozialistischen Vorstellungen, insbesondere der 1920er Jahre. Schon in der Weimarer Republik war die völkische Ideologie als Mittel zur Revanche für den als Diktat verunglimpften Versailler Friedensvertrag. Der Umsetzung des Revancheplans in die praktische Politik der Revision der deutscherseits als besonders diskriminierend empfundenen Vertragsbestimmungen dienten, neben manch anderen, die sogenannten volkshistorischen Arbeitsgemeinschaften. Deren selbstgestellte Aufgabe war es, gewissermaßen nach Schweißspuren früherer landwirtschaftlicher Arbeit von vermeintlichen Angehörigen eines deutschen Volks in den Böden Europas zu suchen. Mithin versuchten die volkshistorischen Arbeitsgemeinschaften zu rekonstruieren, was sie als frühere Siedlungsgebiete eines deutschen Volks, was immer das gewesen sein mag, im späten Mittelalter vornehmlich in den damals Ostmittel- oder Südosteuropa genannten Teilen des Kontinents aufzeichneten. Die glaubten Resultate dieser vermeintlichen Forschungen an historischem Quellenmaterial sowie Hausformen, Raumordnung, Siedlungsformen, Riten und anderem Brauchtum, die bedenkenlos aus der Zeit ihrer Überlieferung, zumeist im 17., 18. und 19. Jahrhundert in graue Vorzeit zurückdatiert wurden, verschmolzen zu einer statischen soziologischen Theorie, die Volkstum als stabile Größe positionierte und ihm Konstanz durch die Jahrhunderte, wenn nicht gleich Jahrtausende, zuwies. Völkische Ideologie verband sich in diesen Abstraktionen mit der gleich strukturierten Rassenideologie. Die volkshistorischen Arbeitsgemeinschaften schufen die ideologische Grundlage für die politische Gleichsetzung von Volk und Rasse. Kulturalismus stand der völkischen und Rassenideologie konzeptionell im Widerspruch. Wurde Volk nicht nur in Nazi-Deutschland, sondern allgemein in Europa eher als statische Größe bestimmt, galt Kultur als pluralistischer Begriff, der Wandel als Möglichkeit einschloss. Insbesondere in Europa selbst wurde Kultur spätestens seit dem Ende des 18. Jahrhunderts mit Dynamik, ja Fortschritt assoziiert. Pluralismus war manifest in der Wahrnehmung kultureller Normen, Werte und Praktiken als gebunden an Raum, Zeit und Gruppen. Die herrschenden Lehren der Soziologie, Volks- und Völkerkunde in den 20er, 30er und 40er Jahren waren folglich durchsetzt von Phrasen, also außerhalb Nazi-Deutschlands, von Phrasen, die die Unterschiede zwischen der europäischen Kultur einerseits und den Kulturen der Naturvölker hervorhoben. Naturvölker erschienen wie schon im 19. Jahrhundert als wilde Stämme und konnten wie Kinder beschrieben und beurteilt werden. Die Pädiatrisierung von Kulturen, Beschreibung von Kulturen als von Kulturträgern als wären sie Kinder, war als solche allerdings nur ein Aspekt des breiteren Biologismus, der Kulturen, den Prozessen des Lebens und Sterbens, des Kampfes, der Unter- und Überordnung sowie insbesondere der stets nebulös bleibenden Zivilisierung verwandt. Wir nennen diese Lehren heute Funktionalismus, dessen Nähe, die Nähe des Funktionalismus, zur Praxis der Aufrechterhaltung europäischer Kolonialherrschaft ist gut belegt, dokumentiert durch die Bereitschaft von Vertretern der Völkerkunde, Forschungen über Kulturen und deren Träger in Afrika, West, Süd, Südost, Asien sowie im Südpazifik, mit dem Ziel zu betreiben, die Unterstellung der dortigen Naturvölker unter die Kontrolle europäischer Regierungen stabiler und vor allem wirkungsvoller zu gestalten. Folglich erschien es geboten, die
Die Vorstellungen der Opfer europäischer Kolonialherrschaft von der Welt, der Wahrnehmung politischer und sozialer Ordnung sowie den Umgang mit Materialien zu verzeichnen, zu analysieren und die Unterschiede zu Europa hervorzuheben. Man muss den anderen, den man beherrschen will, irgendwie kennen, sagten die Völkerkundler, vor allem im Vereinigten Königreich und Frankreich. Vorstellungen, Wahrnehmungen, Umgangsweisen galt es insbesondere deswegen zu erforschen, da zu ermitteln vorgegeben schien, inwieweit diese durch Anpassung an entsprechende europäisch-christliche Vorstellungen, Wahrnehmungen und Umgangsweisen verändern können. Dieser Zielsetzung traf sich die Völkerkunde, mit der in den 1920er Jahren bereits im Universitätsbereich, auch in Göttingen, das ist eine weitere Anekdote, etablierten Missionswissenschaftler, in der Regel in protestantischen theologischen Fakultäten. Kulturalismus war in beiden Fällen Instrument der Festschreibung von Wahrnehmungen kultureller Gegensätze, auch dann, wenn einzelne Vertreter der Völkerkunde, wie etwa der in den USA lehrende Franz Boas, die grundsätzliche Einheit der menschlichen Kultur sowie die Gleichheit einzelner kultureller Systeme postulierten. Es sollte also nach Boas keine Wertigkeit der Kulturen, keine besseren und schlechteren Kulturen, sondern nur gleichwertige Kulturen geben. Aber auch Boas und seine Schüler, vor allem Margaret Mead ist da sehr stark hervorgetreten in den 20er Jahren, gingen von einem Begriff der Kultur aus, den sie zwar in unterschiedlicher Weise, aber immer ausschließlich im Sinn europäischer Traditionen definierten. Auch die Naturvölker mussten sich an diesen von Europa aus globalisierten Kulturbegriff messen lassen. Die Verbindung des ungleichen Paars von völkischer Ideologie und Kulturalismus führte zu der schwer durchschaubaren, ja konfliktreichen Programmatik, die Plischkes Träumen von der deutschen Kolonialherrschaft zugrunde lag. Ich versuche aus diesem Gestrüpp drei tragende Elemente zu isolieren. Erstens, Wandel als Element Kultur. Die Theoretiker der Ethnologie, Volkskunde und Soziologie begriffen den wahrgenommenen Pluralismus der Kulturen nicht als Chance von Diversität, sondern als Beeinträchtigung der von ihnen postulierten einheitlichen Menschheitskultur sowie als Aufforderung zum Kampf um den vermeintlichen Spitzenplatz im konstruierten Prozess. Sie postulierten die Unvereinbarkeit von sogenannten Hochkulturen, die sie in Europa lokalisierten, mit den vermeintlichen Primitivkulturen der pädiatrisierten angeblichen Naturvölker. Letztere bestimmten sie als begrenzt auf kleine Räume in fernen Gegenden, insbesondere wiederum Afrika, Westasien, Südasien, Südostasien, Südpazifik, und wiesen ihnen Normen, Werte, Wahrnehmungen und Praktiken zu, die Identifikationen mit archäologisch tatsächlich oder vorgeblich belegten Praktiken der zumeist grauen Vorzeit zu erlauben schienen. Also die sogenannten Naturvölker waren im Bild dieser Volksvölkerkundler und Soziologen in Lebensformen befangen, die in Europa nur noch archäologisch vor mehreren Jahrtausenden belegt. Primitivkulturen der Naturvölker schienen in der Sicht der Missionswissenschaftler der ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts nur und erst dann ihre weltgeschichtliche Laufbahn, so hieß das in der Terminologie dieser Leute, antreten zu können, wenn sie unter die Herrschaft der Europäer und der christlichen Religion gerieten. Die Annahme der grundsätzlichen Wandelbarkeit der Kulturen suggerierte die Erwartung, dass zumindest einige dieser Naturvölker durch Kolonialherrschaft würden europäisiert werden können. Zweitens, der Kampf als Mittel zur Stabilisierung des Volkstums. Die Forderung nach Europäisierung der angeblichen Naturvölker stand dem Insistieren auf der Unwandelbarkeit des Volkstums generell überall in der Welt entgegen. Volkstum duldete keine Anpassung, sondern perpetuierte die von der funktionalistischen Kulturenlehre postulierte Abstufung zwischen angeblichen Naturvölkern und vermeintlichen Hochkulturen. Die völkischen Ideologien sahen nicht vor, dass sich die durch den Kolonialismus oktroyierten Verhältnisse der Unterordnung der angeblichen Naturvölker und der europäischen Herren wandeln können. Hingegen
galt es für die völkischen Ideologen als gegebenes politisches Ziel, die bestehenden angeblichen Rangordnungen vermeintlich ungleicher Völker durch die Anwendung von Gewalt zu bewahren. Drittens, die Segregierung, Trennung von Herrschern und Beherrschten sowie der Beherrschten untereinander. Die scheinbar pragmatische Lösung dieses Konflikts zwischen Kulturalismus und völkischer Ideologie in der Umsetzung kolonialer wie auch noch postkolonialer Herrschaft ist unter dem Schlagwort der Apartheid gut bekannt. Nicht zuletzt wegen der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Doch dabei handelt es sich um eine späte Begriffsbildung, die auch in der Union von Südafrika erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu politischer Wirksamkeit gelangte und den Weg in die Rassengesetze dieses Staats fand. Die damit bezeichneten segregationistischen, also trennenden, bevölkerungstrennenden Praktiken waren aber bereits lange zuvor Bestandteil der kolonialen Verwaltungspraxis, insbesondere im britischen Empire. Schon seit dem frühen 19. Jahrhundert demonstrierten insbesondere britische Kolonialherren ihren Willen, ihnen unterworfene Bevölkerungsgruppen nach Volkstums- oder Rassenkategorien einzuordnen und ihnen getrennte Siedlungsbezirke zuzuweisen. Ein frühes Beispiel dafür ist der Entwurf für eine Kolonie auf der Insel Singapur durch Sir Thomas Stamford Raffles in den 1820er Jahren. Singapur wurde als Kolonie 1819 von Raffles gegründet. Dieser Entwurf von Raffles, der die Grundlage für die Stadtplanung in Singapur bis heute abgegeben hat, sah ein europäisches Herrschaftszentrum im Osten an das Mündungsgebiet des Singapur-Flusses vor. Das ist natürlich bei der Kleinheit der Insel ein sehr kleiner Fluss, der aber ein breites Delta hat. Und im Osten angrenzend an dieses Delta sollte das europäische Herrschaftszentrum sein. Das ist heute noch der Regierungssitz von Singapur. Dieses Herrschaftszentrum sollte von getrennten westlich, nordöstlich und östlich in gebührender Distanz geliehenen Siedlungsgebieten umringt sein, die als Squatters oder Streusiedlungen den beherrschten Völkern, das heißt Personengruppen chinesischer, indischer und malaiischer Herkunft, zum Wohnen zugewiesen wurden. Dabei handelt es sich um abhängige Beschäftigte, meistens im Hafen von Singapur. Die entstehende britische Kolonialverwaltung gebrauchte nicht nur für Singapur, sondern für die gesamte malaiische Halbinsel Volkstumsbezeichnungen, die sie allen Beherrschten oktroyierte. Also Chinese, Malays, Indians hießen diese Leute in der Terminologie der britischen Kolonialverwaltung. Diese Personengruppen waren folglich dazu gezwungen, sich als Chinesen, Inder oder Malaien klassifizieren zu lassen, auch dann, wenn diese Bezeichnungen nicht mit ihrem Selbstverständnis kompatibel waren. Viele von diesen Zuwanderern aus Singapur waren so eine Art Zwangsmigranten, meistens, sofern sie aus Indien kamen, aus dem südostindischen Gebieten. Und konnten also mit der Sammelbezeichnung Inder überhaupt gar nichts anfangen. Sie waren also Tamilen oder Kerala-Leute. In der Regel waren es Tamilen. Dieser Oktroi von Volkstumsbezeichnungen als politisch-demografische Ordnungsbegriffe führte nicht nur zur Einrichtung segregierter Siedlungsräume, was man heute, wie gesagt, in Singapur noch sehen kann, sondern gab auch die Grundlage ab für die Geschaffung getrennter Wirtschafts- und Bildungssysteme und hat folglich die Bevölkerung der gesamten malaiischen Halbinsel bis heute segregiert, aufgeteilt. Es gibt nach wie vor in der malaiischen Union eine große Bevölkerungsgruppe, die die Staatssprache Bahasa Malaysia nicht spricht, sondern nur Englisch. Die britische Kolonialverwaltung beschritt im Südpazifik in den 1830er Jahren den gleichen Weg, indem sie in Australien die dort siedelnden Bevölkerungsgruppen als sogenannte Aborigines diskriminierte, sie in unwirtliche Gegenden abdrängte und so von den Siedlungsräumen der europäischen Emigranten abtrennte. Ähnlich ging die britische Kolonialverwaltung in Kenia
und im heutigen Simbabwe vor. Simbabwe, den sieht man das an den gegenwärtigen Problemen der jetzigen Regierung von Simbabwe deutlich. Auch hier entstanden Areale segregierter Bevölkerungsgruppen, die bereits vieles mit dem Apartheid-System in Südafrika gemein hatten und auch die örtliche Bevölkerung diskriminiert. Die Durchsetzung des Apartheid-Regimes in Südafrika folgte also dieser bereits im 19. Jahrhundert etablierten Praxis und verschärfte sie. Dem Prinzip der Exklusion, dem die völkischen Ideologien unterlagen, folgte die Segregation der Siedlungsräume als praktisch politisches Maßnahmenbündel, übrigens auch in den USA, erst nach Beginn des 20. Jahrhunderts. Für die Wirkungen von Kulturalismus und völkischer Ideologie auf die Beziehungen zwischen den Kulturen im frühen 20. Jahrhundert ergibt sich aus diesen drei Elementen eine Reihe von Problemen, von denen ich im Folgenden drei zur Sprache bringen möchte, in der gebotenen Kürze. Zum Ersten die Rolle von Kulturalismus und völkischer Ideologie als Mittel der Verordnung der kolonialen Herrschaft. Zum Zweiten der Rolle von Kulturalismus und völkischer Ideologie als Mittel des Kampfes gegen koloniale Herrschaft. Und zum Dritten die Bestimmung der moralischen Erblast, die aus der Anwendung von Kulturalismus und völkischer Ideologie im Zusammenhang mit kolonialer Herrschaft auch nach deren Ende bis heute folgt. Punkt 1. Die Bemühungen um Begründung kolonialer Herrschaft. In diesem Zusammenhang für die Begründung kolonialer Herrschaft waren in der Zeit, also um 1900, die Juristen am dabei geht es im Wesentlichen um eine sehr kleine Gruppe, damals sehr kleine Gruppe von Juristen, die wir im Deutschen als Völkerrechtler bezeichnen. Das ist ein etwas altmodisches Wort. Im Englischen kommt man immer in Schwierigkeiten, wenn man also über diese Leute redet. Also, sagt man International Lawyers, dann ist nicht so ganz klar, ob es dabei sich um Rechtsanwälte handelt, die sich mit internationalen Dingen beschäftigen, oder um Professoren für Völkerrecht. Bei mir geht es also nur um Professoren für Völkerrecht. In juristischer Perspektive bestand die Hauptaufgabe in der Beibringung eines Rechtstitels für koloniale Herrschaft. Das ist klar. Ein Jurist oder eine Juristin wird sich in aller Regel mit Rechtsdingen beschäftigen. Nur die Lösung dieser Aufgabe aus juristischer Sicht war äußerst schwierig. Denn die europäischen Regierungen hatten seit Beginn des 19. Jahrhunderts Beziehungen zu Staaten in Afrika, West-, Süd-, Südostasien und dem Südpazifik. Großenteils auf bilaterale, zwischenstaatliche Verträge gegründet. Also das, was man normalerweise salopp völkerrechtliche Verträge nennt. Diese gab es, und zwar zu Hunderten. Nun, die Logik dieser Verträge ist letztlich ganz einfach. Wenn Regierung A mit Regierung B einen völkerrechtlichen Vertrag schließt, dann erkennt damit Regierung A die Regierung B als gleichberechtigten Akteur in den völkerrechtlichen Beziehungen an. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der Regierung von Japan einen Vertrag schließt, dann lautet dieser Vertrag normalerweise mit irgendeiner Formel, die so heißt, also Deutschland und Japan und so weiter, eingedenk von irgendwas und haben verabredet, haben beschlossen, dieses zu vereinbaren. A und B ist die juristische Formel für die Anerkennung der souveränen Gleichheit. Diese Formel findet sich in den Hunderten von Verträgen, die zwischen europäischen Regierungen und Regierungen noch einmal in Afrika, West-, Süd-, Südostasien und im Südpazifik belegt sind. Und diese Überlegung und diese Praxis folgt aus der völkerrechtstheoretischen Überlegung, schon im 16. Jahrhundert belegt, dass
nur Souveräne, sei es als Herrscher, sei es als persönlicher Herrscher, sei es als Regierungen von Staaten, nur souveräne völkerrechtliche Verträge abschließen können. Der Oberbürgermeister, oder ist das eine Oberbürgermeisterin von Hildesheim, kann mit den Vereinigten Staaten keinen Vertrag schließen, weil Hildesheim leider kein souveräner Staat mehr ist. Das geht nicht. Das heißt also, nur Souveräne können sich in einem zwischenstaatlichen Vertrag zu etwas verabreden. Und das heißt, wenn zwischenstaatliche Verträge da sind, bedeutet das aus juristischer Sicht, dass die Vertragspartner sich wechselseitig als Souveräne und das heißt als Gleiche anerkannt haben. Und Sie sehen schon, das ist für Juristen ein enormes Problem. Wie wollen Sie, wenn Sie Professor für Völkerrecht in Cambridge um 1900 sind, wie wollen Sie der britischen Regierung erklären, dass sie Kolonien in Afrika hat? Kolonien, das heißt, dass sie direkt über irgendwelche Teile in Afrika herrscht, wenn zur selben Zeit mit Regierungen von Staaten in Gebieten, in denen die britische Regierung zu herrschen vorgibt, diese völkerrechtlichen Verträge vorliegen. Das ist nicht ganz einfach. Ich will versuchen, das zu erklären. Einer der bekanntesten dieser britischen Völkerrechtslehrer ist ein Professor eben in Cambridge namens John Westlake, der sich seit den 1880er Jahren bis hin, er starb 1913, wiederholt zu diesen Fragen geäußert hat. Die Völkerrechtstheorie greift auf eine Argument zurück, das zwar nichts mit Göttingen zu tun hat, aber doch auch eine Anekdote ist. Allerdings nicht zum Lachen. Dabei geht es um die Konstruktion eines angeblich aus dem biblischen Schöpfungsbericht folgenden Pflicht, den Boden, auf dem man sitzt, zu bebauen. Man darf nicht irgendwelche Rechte an Land reklamieren, wenn man dieses Land nicht selbst bearbeitet. Dies ist eine Theorie, noch einmal, die folgt aus dem Schöpfungsbericht und ist schon im 16. Jahrhundert benutzt worden, um die spanische Eroberung Amerikas zu rechtfertigen. Die Begründung war, die Bewohner Amerikas, die von den Spaniern Indios genannt wurden, wie wir heute eher Native Americans nennen, diese Leute sind Nomaden. Das heißt, sie ziehen durch das Land und leben von den Früchten der Natur. Wenn irgendwo etwas von den Bäumen runterhängt, dann stecken sie das in den Mund und ziehen weiter. Das ist so das Bild von diesen Native Americans in Europa im 16. Jahrhundert. Das heißt, sie kommen diesem angeblich göttlichen Gebot der Nutzung des Landes nicht nach. Gleichwohl reklamieren diese Leute aber Land. Sie haben einen sehr starken Begriff von Territorialität. Das ist ja sehr weit gefasst. Sie ziehen da in einem mehr oder weniger regelmäßigen Rhythmus durch dieses Territorium. Die spanische Völkerrechtstheorie des 16. Jahrhunderts sagt, das geht so nicht. Diese Leute verstoßen gegen das göttliche Gebot der Bebauung des Landes und deswegen haben diejenigen gegenüber diesen Native Americans den Vorrang, die das göttliche Gebot umsetzen, nämlich das Land bebauen, das sind die Spanier. Deswegen sagt zum Beispiel der sehr prominente Theologe Francisco de Vitoria, Professor in Salamanca, sagt er, deswegen dürfen die Spanier in Amerika herrschen und die Indios, Native Americans, müssen weichen aus Ecken, in denen die Spanier sich niederlassen wollen, um den Boden zu bebauen. Diese Theorie, noch einmal, fängt im 16. Jahrhundert schon an, geht dann bis ins 18. Jahrhundert hinein durch. Sie wird im 19. Jahrhundert sehr ausdrücklich angewandt zur Begründung der Erschließung des Mittleren Westens und Westens der USA. Auch dort geht es darum, eben diese scheinbaren Nomaden aus Gegenden zu vertreiben,
die europäischen Siedler für sich reklamieren wollen. Dasselbe in Australien, Neuseeland, ganz extrem. Diese Theorie nun verwandten Völkerrechtslehrer wie Westlake an der Wende zum 20. Jahrhundert zur Rechtfertigung europäischer Kolonialherrschaft und als juristisches Instrument zur Begründung von Vertreibung, Genozid und Unterdrückung in Afrika und im Südpazifik. Zwar seien die Staaten, sagte Westlake, Afrikas und des Südpazifik souverän, das erkannte er an, musste er anerkennen, weil es diese Verträge gab, gleichwohl werde aber das Land von diesen Leuten, die da nun sitzen, nicht bebaut, das seien alles Nomaden, sagt Westlake, das ist natürlich alles Quatsch, aber sagt Westlake, das sind alles Nomaden, die bebauen ihr Land nicht, deswegen ist das Land herrenlos, sagt Westlake. Und herrenlose Souveränität, Ruhe in nichtigen Ansprüchen, begründe keinen Anspruch auf Anerkennung von Gleichheit der Staaten mit den Europäern und könne daher von denjenigen kassiert werden, die das Land wirksam beherrschen. Bewohner Afrikas, Südostasiens und der südpazifischen Inselwelt hatten, Westlake zufolge, zu weichen, wo Europäer herrschen und siedeln wollen. Das ist die Begründung Nummer 1. Dass noch einmal diese Leute da, die erfüllen dieses göttliche Gebot des Landbebauens nicht. Sie ziehen herum und leben von den Früchten der Natur einfach so. Das dürfen sie selbstverständlich tun, aber sie dürfen dann nicht gleichzeitig behaupten, sie seien souverän gleich mit den Europäern. Das geht nicht, sagt Westlake. Mitunter allerdings kamen auch diese Völkerrechtslehrer nicht umhin, Afrikaner sowie Bevölkerungsgruppen in West-, Süd-, Südostasien und im Südpazifik als Bodenbauern anzuerkennen. Es gab hier und da Ecken, wo es tatsächlich sowas wie Landwirtschaft gab. Das hatte sich auch in Cambridge herumgesprochen. Dann waren deren Staaten nun unbezweifelbar souverän. Aber auch dort wollten ja die europäischen Regierungen, insbesondere die Regierung des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und des Deutschen Reichs, Kolonialherrschaft ausüben. In diesen Fällen behalfen sich die Völkerrechtslehrer mit einem anderen Trick, nämlich dem konstruierten Rechtstitel des sogenannten Protektorats. Das ist für uns heute, wenn man das übersetzt, ich meine, das ist ja Schutzherrschaft, wir sind für heute mit diesen Formeln etwas kritisch vertraut. Also ich glaube kaum, dass jemand das heute noch also für bare Münze nehmen würde. Das ist aber heute ein Wissen, was wir haben im Rückblick auf das Schindluder, was mit diesem Begriff getan wurde in der Zeit des Kolonialismus. Bei diesem Begriff handelt es sich ursprünglich um eine ganz harmlose Angelegenheit. An der Wende zum 19. Jahrhundert wurde der Begriff Protektorat als Rechtsbegriff der Völkerrechtslehre angewandt auf nicht souveräne Staaten oder nicht voll souveräne Staaten, das heißt Politien, auf die zwar der Staats-, aber nicht der Souveränitätsbegriff vollständig im Sinn des 19. Jahrhunderts anwendbar schien. Dies war nach 1853 eine kleine Zahl relativ kleiner Staaten, wie etwa Andorra, San Marino, Monaco, deren Regierungen sich außenpolitisch von anderen Regierungen vertreten ließen und auch andere Abhängigkeitsverhältnisse eingegangen waren. Die juristische Theorie ging in diesen Fällen davon aus, dass Regierungen dieser Staaten ihre ursprüngliche Souveränität, die sie mal gehabt hatten, dazu eingesetzt hätten, um selbst ihre Souveränitätsrechte einzuschränken. Das darf ein Souverän und kann es auch. Wer souverän ist, hat Souveränität, seine eigene Souveränität einzuschränken. Und das haben nach der Völkerrechtstheorie diese Staaten, also Andorra, San Marino und Monaco, die kommen immer wieder, diese drei, das haben die getan, indem sie gesagt haben, ach, wir haben keine Lust, einen eigenen diplomatischen Dienst aufzubauen, das ist uns zu teuer und wir haben eh nicht so viele Leute, das lassen wir lieber durch Frankreich oder durch Italien oder sonst irgendjemand geschehen.
Aus der Übertragung einiger Souveränitätsrechte auf andere Regierungen folgte dann nach der Völkerrechtstheorie die Übernahme des Protektoratsstatus. Und wie gesagt, das ist harmlos. Es bewegt sich innerhalb der Souveränitätstheorie. Es ist die Selbsteinschränkung der Souveränität durch einen Souverän. In Anwendung auf Gebiete, die Ziele europäischer Kolonialexpansion gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden, gewann der Rechtsbegriff des Protektorats hingegen zur Bezeichnung einer Art Oberherrschaft, die eine exklusive Zone unter der Kontrolle nur einer europäischen Regierung in eben Afrika, West-, Süd-, Südostasien und Südpazifik markierte. Im frühen 20. Jahrhundert verschwommen somit Unterschiede zwischen den Rechtsbegriffen der Okkupation, Besetzung und des Protektorats. Und so notierte schon Westlake ohne jede Zurückhaltung, also 3, dass zwischen den Begriffen, beiden Begriffen der Okkupation und des Protektorats kein rechtsrelevanter Unterschied besteht. Das ist dasselbe. Damit war scheinbar die Forderung erfüllt, die die Juristen für sich aus der Kolonialexpansion zogen, koloniale Herrschaft als Okkupation herrenlosen Lands oder als Protektorat oder als okkupiertes Protektorat stand den abgeschlossenen zwischenstaatlichen Verträgen nicht mehr entgegen. Kolonialherrschaft konnte ohne Fesseln bestehender Verträge als Indikator für Großmachtstatus dienen. Diese konnten als Fetzen Papier verworfen oder schlicht für null und nichtig erklärt werden. Das hat, noch eine Anekdote, ein Jurist mit dem schönen Namen Hermann Hesse, nichts mit dem Dichter zu tun, ausdrücklich so in einer umfassenden Schrift über die rechtliche Begründung des Kolonialismus festgelegt. Das war alles selbstverständlich zweckgebundene Scheinlogik, die, auch wenn Westlake, höre und staune, im Jahr 1907 für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, den er dann nicht gekriegt hat, nicht geeignet war, die rechtliche Bindewirkung der bestehenden Verträge in der Sicht der Opfer europäischer Kolonialherrschaft außer Kraft zu setzen. Da die Vertragspartner der europäischen Regierungen in Afrika, West-, Süd-, Südostasien und im Südpazifik diese Scheinlogik durchschauten, mussten sie das europäische Völkerrecht als Ideologie brutaler Machtpolitik verwerfen. Die juristische Rechtfertigung des Kolonialismus hatte die Korruption des Völkerrechts zur Folge bis heute. Ich sehe, dass mir die Zeit davonläuft, gehe deswegen gleich über zu dem zweiten Punkt. Kulturalismus und völkische Ideologie als Mittel des Kampfes gegen Kolonialismus. Noch einmal zusammenzufassen, noch einmal mit diesem Plischke. Der Plischke setzt mit seiner revisionistischen Programmatik einer nationalsozialistischen Kolonialpolitik an dem Punkt an, dass er diese Unterschiede bewahren will. Plischke will die Differenzierung zwischen den Naturvölkern, die irgendwo in diesen Primitivkulturen hausen und ein statisches Volkstum haben, will er auf alle Ewigkeit von den Hochkulturen in Europa getrennt sehen. Er will den sogenannten Naturvölkern ihr indigenes Veränderungspotenzial ein für alle Mal rauben. Er stellt sich damit gegen die britische und französische Praxis, die ihm als Instrument der Förderung des Volkstumswandels erschien und er lehnte diesen Wandel eben ab. Und es ist dieser Punkt, der nun für die Ideologie, völkische Ideologie als Mittel des Kampfes gegen koloniale Herrschaften auch wieder. Dass Kulturalismus und völkische Ideologie der Festigung kolonialer Herrschaft dienten, bedeutete eben nicht, dass sie als Mittel antikolonialer Befreiungskämpfe untauglich gewesen wären. Kulturalismus oder völkische Ideologie verbreitete sich hingegen außerhalb der europäischen Kolonialreiche sowie unter den Opfern der Kolonialherrschaft auf 3 Wegen. Zum Ersten der Imitation des Großmachtstatus, zum Zweiten der Übernahme der sogenannten Hamitentheorie, und zum Dritten der Adaptation von Versatzstücken des Faschismus.
Für den ersten Prozess stehe Japan als Beispiel, für den zweiten Äthiopien und für den dritten Süd- und Südostasien. Japan, ganz kurz, die japanische Regierung trotzte nach einem militärischen Sieg über die chinesische Armee 1895 die Abtretung der Insel Taiwan, Formosa, unter japanische Herrschaft und war bestrebt, also, Taiwan, Formosa zu einer Art Laboratorium für Kolonialpolitik auszubauen. Sie bediente sich dabei dem ausdrücklich des Vorbilds britischer Kolonialherrschaft. Sie ließ zum Beispiel so ein Handbuch für britische Kolonialbeamte, also wie bin ich ein ordentlicher Kolonialbeamter, was also im Wesentlichen für die britische Herrschaft in Ägypten geschrieben worden war. Sie ließ also dieses Handbuch ins Japanische übersetzen und den japanischen Kolonialbeamten in Taiwan zur Verfügung stellen. Die sollten also dem britischen Vorbild folgen. Für die japanische Regierung war der Zweck der Erwerbung von Kolonien die Gleichheit mit den europäischen Großmächten dadurch zu demonstrieren, dass man nicht nur, dass man auch Kolonialmacht war. Nach japanischem Verständnis war Großmacht mit Kolonialmacht identisch. Und so erzwang die japanische Regierung am Ende des japanisch-chinesischen Kriegs 1895 die Abtretung der Insel Taiwan, um zu dokumentieren, man hat auch Kolonien, man ist wer. Und der Erfolg war ganz außergewöhnlich. Noch einmal, 1895 kommt Taiwan unter japanische Herrschaft. 1902, sieben Jahre später, oder nicht einmal sieben Jahre später, ist die britische Regierung bereit, mit Japan ein förmliches militärisches Bündnis zu schließen. So schnell geht das. Auf Großmaßstab. Und dieses Bündnis schlägt ausdrücklich fest, dass die Halbinsel Korea in einer japanischen sogenannten Einflusszone, was immer das bedeuten sollte, ist. 1902 wird das so festgelegt, 1910 wird Korea annektiert. Und auf der Basis des anglo-japanischen Bündnisses führt Japan dann gegen Russland Krieg und braucht nicht zu befürchten, dass Großbritannien auf russischer Seite intervenieren wird. Also diese Allianz ist außerordentlich bedeutungsvoll. Und besteht im Übrigen förmlich jedenfalls bis 1922. Die japanische Regierung hat auch auf anderen Wegen immer wieder versucht, diesen Gedanken der Gleichheit als Hauptakteur in den internationalen Beziehungen zur Geltung zu bringen, bis hinein zur Pariser Friedenskonferenz 1919. Der natürlich führt das dazu, dass die japanische Regierung den Versuch, Kolonien zu erwerben, um mit den europäischen Kolonialmächten gleichzuziehen und damit gleichzeitig zu verhindern, dass die europäischen Kolonialmächte in Ostasien Fuß fassen. Sie hat damit im Rückblick sehr großen Fehler begangen, dass sie eben die örtlichen Bevölkerungen in Taiwan, auch in Korea, die Meinungen der örtlichen Bevölkerung nicht zur Kenntnis genommen hat, sondern über diese hinweg mit brutaler Gewalt eine Modernisierungspolitik durchgesetzt hat. Dennoch hat sie auch Nachahmer gefunden, schon in der Zeit. Die Königinnen und Könige von Madagaskar etwa entwickelten in den 1880er Jahren so etwas, was man heute Look-East-Policy nennen würde. Sie wollten unter ausdrücklichem Bezug auf Japan eine Politik der Modernisierung durchführen. Diese Politik ist gescheitert durch französisches Eingreifen 1896, wodurch Madagaskar zur französischen Kolonie. Zweiter Verbreitungsweg, die sogenannte Hamitentheorie.
Das ist eine sehr konfuse Theorie, auf die ich nicht weiter eingehen will. Sie besagt in ihrer Fassung des 19. Jahrhunderts, dass im Prinzip alle höherwertigen Kulturerscheinungen, sogenannten höherwertigen Kulturerscheinungen nach Afrika aus dem Vorderen Orient gekommen sind. Alles. Also ob das nun Buntmetallverarbeitung ist oder ob das eine hierarchisch organisierte politische Struktur ist in Form von Staaten, spielt gar keine Rolle. Alles, was nicht die sogenannte Kennzeichen der sogenannten Primitivkulturen in Afrika empirisch zu finden ist, ist gar nicht afrikanischen Ursprungs, sondern es ist altvorderorientalischen Ursprungs und ist durch irgendwelche hypothetischen Wanderungen von Leuten aus dem alten Vorderen Orient nach Afrika transportiert worden. Dafür hat man diese Bezeichnung Hamiten gewählt. Das ist letztlich eine Bezeichnung, die auf das Alte Testament zurückgeht, die den Eindruck erweckt, als sei mit diesen Hamiten irgendwelche Leute gemeint, die irgendwann in grauer Vorzeit mal aus dem alten Vorderen Orient nach Afrika migriert seien. Dafür gibt es weder archäologische noch sonst irgendwelche Belege, es ist eine reine Erfindung. Diese Theorie aber wurde im 19. Jahrhundert nicht nur von Abenteurern wie dem ersten Europäer, der am Nordausfluss des Viktoriasees den zum ersten Mal besichtigt hat, John Henning Speke, verbreitet wurde, sondern auch von ernsthaften Wissenschaftlern wie dem Berliner Ägyptologen Karl Richard Lepsius, der also auch der Meinung war, also diese Hamiten, diese angeblichen Hamiten seien Katalysatoren von höherer Kultur, angeblich höherer Kultur in Afrika gewesen. Diese Hamitentheorie wurde nun auch in Äthiopien angewandt, und zwar gerade von dem sogenannten Kaiser Menelik II., der nun beträchtliches Renommee erhalten hatte, dadurch, dass er ein italienisches Invasionskorps 1896 besiegt hatte und damit vorläufig die Kolonisierung Äthiopiens durch Italien verhinderte. Kurz nach diesem Sieg von 1896 bei Alba erschien bei Menelik II. Eine Delegation von Afroamerikanern. Die hatten also gehört, dass Menelik II. Also sozusagen ein erfolgreicher afrikanischer Herrscher war, derjenige, der einem Invasionskorps widerstanden hatte, und sie wollten Menelik II. Auf ihre Seite ziehen, ja, sozusagen als Kämpfer für die Rassengleichheit in Nordamerika. Und Menelik II. ließ sie abblitzen und sagte: Wissen Sie, also jetzt in meinen Worten, wissen Sie, ich bin Hamid. Ich stehe auf der anderen Seite. Bitte gehen Sie woanders hin, gehen Sie nicht zu mir. Da sieht man die Indigenisierung dieser Hamitentheorie am Ende des 19. Jahrhunderts. Der dritte Verbreitungsweg von Versatzstücken völkischer Ideologie betrifft Indien und das östlich angrenzende, damals sogenannte Burma. Die indische Befreiungs-, der militärische Flügel zumindest der indischen Befreiungsbewegung unter Subhas Chandra Bose vertrat seit Ende der 1930er Jahre ein politisches Konzept, das dem verwandt war, das wir heute Entwicklungsdiktaturen nennen, setzte sich für die Einsetzung eines zentralistischen Staats mit einheitlichem Volkstum als Zukunftsmodell ein. Dass dieses einheitliche Volkstum, was also als statische Größe postuliert wurde, war wichtig als ideologische Voraussetzung für diese Bewegung, weil sie an die Behauptung eines uralten statischen Volkstums in Indien den Anspruch an Unabhängigkeit und Gleichheit mit den britischen Kolonialherren knüpfte. Und Busse hat, Sie wissen das, versucht, mit dem Deutschen Reich Kontakt aufzunehmen. Er ist mehrfach hergereist, war aber von der Arroganz der Nazi-Größen, mit denen er umzugehen hatte, äußerst enttäuscht und auch angewidert. Das ist aber wohl nicht der entscheidende Grund gewesen, weswegen er scheiterte, sondern die Tatsache, dass die Militär
militärische Führung der Befreiungsbewegung keinerlei, in dieser Hinsicht keinerlei Unterstützung durch die politische Führung unter Gandhi und Nehru erhielt. In Burma, dem damalig sogenannten Burma, kooperierte der führende Vertreter der dortigen Befreiungsbewegung, Aung San, während des Zweiten Weltkrieges ausdrücklich und sehr extensiv mit dem japanischen Militär. Er fuhr zweimal während der Kriegszeit nach Japan, mit dem Ziel, schon während des Krieges mit Hilfe der japanischen Armee einen unabhängigen Staat in Burma zu errichten, also die britischen Kolonialherren zu vertreiben, ein für alle Mal, also zu verhindern, dass die britischen Kolonialherren nach der japanischen Besetzung wiederkamen würden. Die japanische Militärführung ließ ihn allerdings abblitzen, sodass er 1943 auf Distanz zur japanischen Militärführung ging und sich dann gleich nach dem Kriegsende der wiederkehrenden britischen Verwaltung als Militärberater in Dienst nehmen ließ. Das hinderte ihn nicht daran, unter Verwendung dieser völkischen Ideologie bestimmte burmesische Traditionen zur Herstellung zur Konzeption eines einheitlichen, noch einmal statischen Volkstums, von dem man meinte, es sei über 1000 Jahre alt, zu postulieren, damit er Argumente hatte, von der britischen Regierung die Souveränität Burmas zu ertrotzen. Er wurde allerdings erschossen, bevor die Briten Burma verließen. Man kann diese Fälle erhöhen, insbesondere die Zahl der Fälle erhöhen, insbesondere die Befreiungsbewegungen, die während des Zweiten Weltkriegs operierten und die Unabhängigkeit schon während des Krieges erringen zu können glaubten, hatten kaum eine praktikable Alternative zur partiellen Übernahme des Modells der Entwicklungsdiktatur und schufen damit gerade in Burma, heute in Myanmar, eine Situation, die bis heute anhält. Die moralische Erblast besteht, ich habe das schon im Wesentlichen genannt, in der nachhaltigen Korruption des Völkerrechts oder mindestens in der Wahrnehmung der Opfer des Kolonialismus. Die Opfer des Kolonialismus damals wie deren Nachfahren heute haben Schwierigkeiten, das Völkerrecht als neutrales Rechtssystem anzuerkennen. Sie sehen im Völkerrecht eine Ideologie von Herrschaft, die heute nicht mehr ausdrücklich Kolonialherrschaft ist, aber immer noch Herrschaft. Sodass also das einzige universale Rechtssystem, was es überhaupt gibt, in der Sicht der Opfer des Kolonialismus, auch nach Ende der Kolonialherrschaft, nach wie vor als Ideologie pro domo der Kolonialregierung interpretiert wird. Ich habe Vertreter eines Bereichs der Kulturwissenschaften des frühen 20. Jahrhunderts als intellektuelle Konstrukteure der beiden hauptsächlichen Ideologien kolonialer Herrschaft kategorisiert. Koloniale Herrschaft entstand keineswegs in einem Anfall von Geistesabwesenheit, war also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht bloßes Akzident, sondern integraler Bestandteil derjenigen Position, die Europa sich selbst in der Welt zuwies. Koloniale Herrschaft war octroi, verordnet, ohne andere Gründe als diejenigen, die in Europa selbst zu suchen sind. An der Begründung und Aufrechterhaltung kolonialer Herrschaft waren Vertreter der Kulturwissenschaften sowie einiger Nachbardisziplinen an herausragender Stelle beteiligt. Ich habe hier insbesondere die Ziele und Wirkungen der ethnologischen Forschung besprochen, aber die Rolle der Kulturwissenschaften und einiger Nachbardisziplinen, wie eben der Jurisprudenz, der protestantischen Theologie, der Soziologie, der Geschichtswissenschaft, sowie die auf afrikanische, asiatische und südpazifische Kulturen ausgerichteten Philologien, gehören in diesen Bereich hinein. In ihrer Verquickung mit dem Kolonialismus waren die Kulturwissenschaften und einige ihrer Nachbardisziplinen in hohem Maße politisch. Ihr Erbe ist gemeineuropäisch und wirkt bis heute fort. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für
Mitglied für diese wirklich sehr wertvollen Einsichten, Einblicke eines auch, wenn man so will, länderübergreifenden Vergleichs der Begründungen kolonialer Herrschaft, kolonialer Herrschaftspraxis, kolonialer Machtausübung. Es ist sehr deutlich geworden, auch das Wechselspiel zwischen Kulturwissenschaft, Kulturalismus und völkischer Ideologie, und auch sehr wesentlich, denke ich, war die, wenn man so will, Mehrzweckinstrumentalisierung völkischer Ideologie, wie Sie es genannt haben, Versatzstücke, sowohl auch mit Blick auf die Rechtfertigung kolonialer Herrschaft als auch mit Blick auf antikoloniale Argumentationen. Wir haben nun die Gelegenheit, mit Herrn Kleinschmidt noch das eine oder andere seines Vortrages aufzugreifen, zu diskutieren, und ich erkläre hiermit die Diskussion für eröffnet. Bitte schön. Fragen an Herrn Kleinschmidt. Felix Hinsbeck. Ja, ich würde gerne eine kleine Lanze nochmal zur Ehrenrettung von Francisco di Vitoria brechen, der wahrscheinlich einfach ein bisschen zu verkürzt jetzt hier vorkam, aber es ist ja nicht so, dass Francisco di Vitoria jetzt nur gesagt hätte, okay, die bestellen ihr Land nicht und deswegen haben sie jetzt kein Recht auf dieses Land. Es war schon im 16. Jahrhundert ja durchaus bekannt, auch Francisco di Vitoria, dass nicht alle Indianer oder Indios oder wie man auch immer sie bezeichnet, dann Nomaden waren. Und er hat ja sehr viel diskutiert. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt zu bedenken, dass er als Dominikaner nicht theologisch argumentierte, das war ja schon ein großer Fortschritt, sondern also auf das Naturrecht zurückgriff und durchaus die meisten Rechtstitel, die damals kursierten, ja zurückwies. Das ging ja so weit, dass er sogar Redeverbot bekam vom Kaiser. Ne? Also von daher, missionieren durften die Spanier, und wenn sie dabei gestört würden, dann hätten sie einen Grund, Gewalt anzuwenden, aber ansonsten sah das Ganze ja doch sehr kritisch. Und das scheint mir eben auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein, darauf hinzuweisen, dass diese Völkerrechtsdebatte schon von Anfang an sehr komplex war und dass die Machthaber, die sie für ihre Zwecke instrumentalisieren wollten, immer nur das rauspickten für sich, was sie gebrauchen konnten. Und vieles andere, was von Anfang an im Grunde diskutiert wurde, fiel dann einfach unter den Tisch. Ja, ich kann Ihnen selbstverständlich nur zustimmen. Vitoria gehört zu denjenigen im 16. Jahrhundert, die sicherlich am ausdrücklichsten die spanischen Eroberungskriege in Amerika verurteilt haben. Er hat, wie Sie ganz richtig sagen, ausdrücklich die Eroberungskriege, die Zwangsmaßnahmen für illegitim erklärt. Mit Rückgriff auf die Theorie des gerechten Kriegs, also letztlich Thomas von Aquin, oder wenn sie noch weiter zurückgeht, letztlich bei Augustin ist das schon da, wo er eben klar sagt, dass der einzige Grund für einen gerechten Krieg die Restitution vorher zugefügten Unrechts sei. Da aber die Indios oder Native Americans überhaupt nie eine Chance gehabt hätten, irgendjemandem in Spanien irgendwelches Unrecht zuzufügen, seien diese Kriege, die Eroberungen und damit verbundenen Kriege, Unrecht. Das ist also ganz klar. Hatte er natürlich als Theologe gleichzeitig Universitätslehrer, gleichzeitig auch das Bewusstsein, dass die spanische Eroberung im Zusammenhang mit dem Genozid an den Native Americans, der für Vitoria auch schon klar war, Tatsache ist. Das heißt also, es gab ja auch Rechtsdokumente, oder jedenfalls Texte, die als Rechtstexte anerkannt wurden und die zu einem Überfluss auch noch aus der päpstlichen Kanzlei kamen. Also von daher hatte Vitoria schon Argumentationsnöte, und ich will Ihnen ohne weiteres zugestehen,
dass dieser Trick mit diesem Landbebauungsgebot aus der Sicht von Victoria also so ziemlich das dümmste und letzte Argument war, was man überhaupt noch bringen konnte. Alle anderen sind sowieso nicht anwendbar. Also insoweit, ja, ich stehe das zu, aus der kurzen Zeit habe ich den Victoria hier eher behandelt, wie Carl Schmitt ihn behandelt hat. Und Carl Schmitt möchte ich also nicht so gerne in eine Ecke gestellt werden, aber aus der Kürze der Zeit war es mir nicht anders. Aber vielen Dank für Ihre Korrektur. Weitere Fragen an unseren Referenten? Bitte. Zurück. Es ist ja sehr die Frage, ob der Kolonialismus nach den Kriterien, die Sie benannt haben, überhaupt vorbei ist. Ich verknüpfe das mit einem sehr interessanten Aussage von Rudolf Herbst vor 15, 20 Jahren in einer Vorlesung in Göttingen über Imperialismus, der ganz klar sagte, Kolonialismus Zeit der formellen, direkten Herrschaft. Imperialismus gleich informal Empire, also es ist nicht mehr nötig, direkt zu besetzen, es geht auch anders wirtschaftlich. Und der dann ganz locker mal eben die Phase der Gegenwart, damaligen Gegenwart, Entwicklungshilfe, nannte, ja, das ist ein Vollimperialismus. Jetzt meine Frage, vor dem Hintergrund, wer Land nicht bebaut, darf es auch nicht besitzen. Wie viel Kolonialismus ist heute noch drin, wenn wir sagen, etwas überspitzt, wer Demokratie nicht kann, dem müssen wir diese Demokratie eben bringen, ob ihm das nun passt oder nicht. Also ich kann Ihnen nur zustimmen, der heutige Diskurs um die Menschenrechte ist bis auf das Wort Menschenrechte identisch mit dem Diskurs zum Kolonialismus. Sie brauchen nur Menschenrechte durch Zivilisation zu ersetzen, dann sind sie im 19. Jahrhundert. Aber die Sache ist sehr viel ernster. Ich verdanke Salvatore Chiariacono den Hinweis auf ein sehr wichtiges Buch eines amerikanischen Wirtschaftshistorikers, Gerald McCure, The Level of Riches. Es ist ein unter Wirtschaftshistorikern nehme ich mal an, relativ bekanntes Buch, aber unter Theoretikern der Politik und vor allem der Entwicklungshilfe zu Unrecht unbekanntes Buch. Dass es da unbekannt ist, das glaube ich bezeugen zu können, weil ich rede seit einigen Jahren über dieses Buch und niemand hört mir zu. Was sagt Mocke? Er verwendet diesen Begriff der Path Dependence. Bitte schön. Achso, diesen Begriff der Path Dependency. Anhand der Analyse von wirtschaftsgeschichtlichen Vorgängen in Europa versucht er den Nachweis zu führen, dass diejenigen wirtschaftlichen Akteure, die sich in Abhängigkeit von Entscheidungen über einen zukünftigen Weg begeben, die sich also vorschreiben lassen, wo sie hingehen sollen, die Entscheidungen über die Richtung, die sie einschlagen wollen, nicht selber entscheiden, sondern sich von außen aufdrücken lassen. Dass diese Path Dependency direkt in Armut führt, das weist er anhand von europäischen Beispielen nach. Und wenn Sie, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn Sie die Entwicklungspolitik vor allem, aber auch die Entwicklung auf die Theorie der Entwicklungshilfe ansehen, dann finden Sie da genau das. Es werden Richtungen vorgegeben, es wird Path Dependency erzeugt, künstlich und von außen aufgedrückt. Das ist nichts anderes als Kolonialismus. Ich habe mal für einen anderen Vortrag mir mal die öffentlichen Ausgaben der Republik Uganda angesehen, Anfang dieses Jahrzehnts, 2001 oder 2002 hatte ich irgendeine Statistik, die man sehr leicht über die Weltbank natürlich bekommen kann. Nach dieser Statistik gibt die Republik Uganda, ich glaube 2001, für jede 3 Uganda-Schillings, die sie für Bildung ausgibt, 17 Uganda-Schillings für die Schuldentilgung aus. Das ist Path Dependency. Durch die Entwicklungshilfe wird nicht nur eine Richtung vorgegeben, die Empfänger der Entwicklungshilfe einschlagen müssen, sonst kriegen sie die Entwicklungshilfe nicht, sondern die Entwicklungshilfe selbst kommt auch noch in der Form von Kredit und muss zurückgezahlt werden.
bessere Weise kann man meines Erachtens Armut nicht erzeugen. Wir haben zwei wesentliche Punkte jetzt gehört. Einmal, dass die auch allenthalben in jüngster Zeit zu vernehmende Menschenrechtsrhetorik oder auch Demokratieimplementierungsrhetorik mit Elementen arbeitet, die austauschbar sind mit Korrelismus-Rechtfertigungsrhetorik, aber auch die Path-Dependency-Dimension, die hier von sehr EU-kritischen Forschern mit Blick auf die Erweiterung und die Normierung und Kriteriensetzung für die Aufnahme von neuen Staaten, auch Stichwort Osterweiterung, auch mit Kolonialismus in Verbindung gebracht wird. Auch diese Perspektive scheint mir interessant. Wir sehen bei diesem Vortrag und aufgrund der Diskussion, welche dramatischen Gegenwartsbezüge und Aktualitätsdimensionen dieses von Herrn Kleinschmidt vorgetragene Thema hat. Weitere Fragen an den Referenten. Herr Hinz, Sie wollten sich noch einmal zu Wort melden. Herr Kontschow, bitte wenden Sie noch einmal das Kameragerät. Ja, und zwar würde ich gerne noch mal fragen, Sie haben ja dargelegt, wie völkische Ideologien bzw. rassistisches Denken, das war ja schon vorher sehr verbreitet, jetzt nicht nur in einigen spinnerten Kreisen kursierte, sondern es war ja durchaus etwas Tragendes in den Kolonien, kann man glaube ich sagen. Wie sah das aus mit der damaligen Kolonialpädagogik? Sie sprachen ja auch an, dass es durchaus Europäisierungskonzepte und Vorhaben gab. Wie weit sollten diese Vorhaben in der Kolonialpädagogik damals gehen? Und daran anschließend die Frage, die Lehrer, die damals in den Kolonien tätig gewesen sind, die sind ja zurück nach Deutschland gekommen und die gab es ja noch eine Zeit lang später dann auch, die Kolonialpädagogen. Daraus hat sich ja heute ja, vielleicht sogar noch einiges weiterentwickelt. Wie sieht es denn aus? Gibt es da Einflüsse auf das heutige interkulturelle Lernen oder so? Oder gab es auf die Pädagogik hier in Deutschland Einflüsse, die man in den Kolonien entwickelt hat? Das würde ich gerne mal etwas genauer wissen. Zum Ersten zur Kolonialpädagogik. Das ist ja eine Verquickung von staatlich verwalteter Grundschulausbildung mit Missionsgedanken. Ich beschränke mich jetzt auf Afrika. Die Kolonialherrschaft hat durchweg die Meinung vertreten, dass diese Angehörigen dieser sogenannten Primitivkulturen so weit zu bilden seien, dass sie gewissermaßen Bürger in den Kolonien operieren konnten. Also sie mussten zum Beispiel ihren Namen schreiben können. Das ist wichtig, weil man die Leute ja registrieren muss. Und das heißt, sie mussten Elementarkenntnisse der technischen Fähigkeiten haben, also lesen, schreiben, rechnen. Sie mussten also etwas mit der Kolonialsprache vertraut werden, damit also die wichtigsten behördlichen Verlautbarungen auch sozusagen am untersten Ende der Bevölkerung ankamen. Die Grundschulausbildung. Die Kolonialmächte haben, und das gilt nicht nur für Afrika, sondern das gilt ganz generell, es ausdrücklich abgelehnt, im 19. Jahrhundert weiterführende Bildungsangebote einzurichten. Über die Grundschulausbildung hinaus weitergehende Bildungsangebote einzurichten, mit der ausdrücklichen Begründung, sicher zutreffend, dass weiterführende Bildung, also Schulbildung mit einer Art Hochschulreife und dann natürlich auch Hochschulbildung dazu führen würde, dass die Ausgebildeten genügend kritisches Potenzial hätten, um die Ideologien des Kolonialismus zu durchschauen. Das ist die ausdrückliche britische Begründung im 19. Jahrhundert dafür, dass man in den Kolonien keine höheren Bildungseinrichtungen einrichtet,
sondern allenfalls Angehörige kollaborierender Eliten, also es geht vor allem für Südasien, für den französischen Teil Südostasiens, Angehörige kollaborierender Eliten in Bildungseinrichtungen in den kolonialen Zentren bringt. Also die Military Academy in Sandhurst, die hatte selbstverständlich Angehörige aus Afrika, von denen man erwartete, dass sie nach ihrer Ausbildung in diesen Einrichtungen dann wieder zurückkehren würden und bevorrechtigte Posten in Kolonialverwaltungen, etwa als Armee, also nicht als Armeeführer, aber Offiziere mittleren Ranges, in den kolonialen Armeen einnehmen würden. Das heißt, man isolierte diese Leute von ihren eigenen Traditionen, setzte sie in Europa, unterwarf sie einer Art Gehirnwäsche und ließ sie dann als Agenten des Kolonialismus zurückkehren. Das war das Ziel. Geändert hat sich da, was Afrika angeht, an dieser Politik, was Afrika angeht, etwas erst in den 20er Jahren. Das Makerere College in Kampala, Uganda wurde, wenn ich mich recht erinnere, jetzt 1922 eingerichtet als höhere Bildungsanstalt für gewisse technische Berufe, die man aus der Sicht der Kolonialverwaltung so brauchte, also so Leute, die sich mit tropischer Landwirtschaft auskannten, also die wussten, wie man Pflanzen manipuliert und auch die Tropenhygiene, also mit diesen tropischen Krankheiten, mit denen die Europäer nicht zurechtkamen, so ein bisschen beherrschen konnten, oder dann auch eben Ausbildungsstätten für Lehrer an den Grundschulen bereitstellen. Das fängt in Uganda 1922 an mit diesem Makerere College. Und in den 30er, 40er Jahren, auch 15 Jahren bilden sich eine Reihe von solchen Institutionen, die sämtlich an die University of London gekoppelt waren. Das heißt, das waren alles Abteilungen der University of London. Und die Examina wurden von Professoren der University of London abgenommen, extern. Das heißt, die Dozenten an diesen afrikanischen Colleges durften die Examen nicht selber abnehmen, sondern es reisten dazu Komitees aus London an und nahmen diese Examen an. Die Curricula sind natürlich voll europäisch. Nicht? Also was die jungen Mädchen in diesen Grundschulen da lernten, sind europäische Inhalte, die Textbücher, Schulbücher sind europäischen Ursprungs, in der kolonialen Sprache selbstverständlich. Die Lehrer setzen diese externen Curricula durch. Das hat also gravierende Konsequenzen gehabt. Es hat ganze Generationen von Schülern gegeben in Afrika, die von afrikanischer Geschichte nichts wussten, aber von den Frauen Heinrichs des VIII. Unterrichtet waren. Und der zweite Teil, der Missionsteil, ist wahrscheinlich sogar noch dramatischer in seinen Konsequenzen. Ich lese Ihnen mal eine Stellungnahme vor von einem der bekanntesten, damals schon bekanntesten und heute wohl auch noch nicht wirklich sehr respektierten Theologen, nämlich Ernst Troeltsch. Ernst Troeltsch schreibt im Jahr 1906 unter dem Titel Die Mission in der modernen Welt folgendes, ich zitiere, überall da, wo die europäische Zivilisation und Kolonisation die bisherigen Lebensverhältnisse der Eingeborenen auflöst, ihnen ihre Sitten und Kultur direkt oder indirekt zerstört und sie den Wirkungen einer Zivilisation aussetzt, also ohne Steigerung ihres moralischen, religiösen und intellektuellen Vermögens für sie zerstörend ist. Der Satz geht noch weiter, ich spreche das an. Die eingeborenen Politik darf die Eingeborenen nicht bloß als Ausbeutungsobjekte betrachten, sie muss sie äußerlich und innerlich heben. Das aber ist ohne Auflösung ihrer alten Religion und ohne neue religiöse Kräfte unmöglich. Zu einer solchen Aufgabe ist
niemand geschickt als die Mission, und ihr Werk ist nicht zu ersetzen und nicht zu entbehren. Ernst Troeltsch, 1906. Da sehen Sie die sehr, also in meiner Interpretation, die sehr enge Anbindung des Missionsbetriebs an diese staatlich regierungsamtlich verordnete, diesen regierungsamtlich verordneten Kulturwandel im Sinn einer forcierten Europäisierung. Das heißt, die Missionsschulen hatten den Zweck nach Troeltsch, Bevölkerungsgruppen, die mit der Mission in Kontakt kamen, schnell zu europäisieren. Vielen Dank für diese erschöpfende Antwort. Ich habe noch eine Frage eines Kollegen aus Padua, der auch extra mit angereist ist, mit unserem Kollegen Salvatore Giacolo. Bitte schön. Dankeschön. Ich bin nicht völlig einverstanden mit dieser Verbindung zwischen der Party Pendency und dem Kolonialismus. Ich gebe eine andere Interpretation zum Party Pendency. Das ist nicht die Frage. Du hast hier viel über kulturelle Probleme gesprochen, aber trotzdem, Kolonialismus ging zusammen mit Ausbeutung, Import, Rohstoffe und so weiter. Das ist im Kopf immer diese World Economy von Immanuel Wallerstein. Ich möchte dich fragen, welche Rechtfertigung diese Theoretiker gegeben haben über Import, Ausbeutung, Rohstoffe, importiert. Sie haben vergessen, mit Aufsicht diese Probleme, oder ist es nur Verdrängung? Ich glaube, das ist eine Frage der Unterschiedlichkeit der Disziplinen. Ich habe mich also auf die Völkerrechtstheorie bezogen. Die Völkerrechtstheorie liefert diese Argumente zur Begründung von Kolonialherrschaft. Die Völkerrechtstheorie, also soweit sie in zahlreichen Handbüchern niedergelegt ist, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert veröffentlicht wurden, zum Beispiel eben von diesem John Westlake, differenziert ganz einfach. Meistens bestehen diese Handbücher aus zwei Bänden: Band 1 Völkerrecht Doppelpunkt Krieg, Band 2 Völkerrecht Doppelpunkt Frieden. Diese Argumentationen, die ich vorgestellt habe, kommen immer unter dem Kapitel Frieden, in dem Bereich Frieden, da steht die. Wie Frieden bedeutet, wie beherrscht man die Welt? Und die Argumentation ist eben rein juristisch, sodass man in diesen Handbüchern, völkerrechtstheoretischen Handbüchern, über sozusagen im historischen Sinn die Wirtschaftsprozesse nicht viel findet, sondern allenfalls findet man, und das gilt auch für den Westlake, juristische Begründungen dafür, dass der Handel als Freihandel weltweit zu organisieren sei. Das ist da, und auch da kommt diese für die Juristen eben dieses Problem. Der Welthandel, das sagt ja schon Adam Smith, der Welthandel kommt ja nicht einfach so, der fällt nicht vom Himmel. Der freie Welthandel muss irgendwie organisiert werden. Und was macht man, wenn eine Regierung sich dem Freihandel verweigert? Wie liberal darf eine Regierung sein, wenn sie sich dem Ziel der Einrichtung des freien Welthandels verschreibt, aber auf eine andere Regierung trifft, die sich diesem Ziel nicht verschreibt? Was tut sie dann? Lässt sie diese andere Regierung einfach gewähren und sagt, nur schön, also dann treiben wir halt mit Japan keinen Handel. Wenn die das nicht wollen, sind sie selber dran schuld. Und britische Textilien wandern nicht nach Japan. Punkt. Oder aber finden sie irgendwelche anderen Möglichkeiten. Und da kommen jetzt die Juristen und argumentieren letztlich in einer ganz ähnlichen Weise.
dass es eben doch rechtliche Möglichkeiten gibt, Regierungen, die sich dem freien Welthandel verweigern, Zwang aufzulegen, zur Not auch Krieg gegen sie zu führen, weil dieser Freihandel, dieser freie Welthandel eben etwas ist, was in der zivilisierten Welt anzuerkennen sei. Wenn jemand sich also diesem freien Welthandel verweigert, dann gehört er nicht der zivilisierten Welt an und darf bekriegt werden. Das sind Argumentationen, die man also in diesen völkerrechtstheoretischen Handbüchern findet. Mehr über Einzelheiten, also zum Beispiel Finanztransaktionen in die Kolonien gehen oder warum man also Rohstoffe aus bestimmten Kolonien für bestimmte Zwecke in das koloniale Zentrum transportiert. Das ist, soweit ich diese Literatur kenne, nicht Gegenstand dieser völkerrechtstheoretischen Überlegungen. Aber das ist eben eine rein juristische Textsorte. Die eigentliche Handelspolitik interessiert die Völkerrechtstheoretiker nicht. Noch einmal, ich beziehe mich hier im Wesentlichen auf den Westlake, seine unmittelbaren Zeitgenossen, so um 1900, aber auch im früheren 19. Jahrhundert, die im deutschen Sprachraum sehr starke Völkerrechtstheorie, also Hefter und Schmelzing, so aus den 30er, 40er Jahren. Und dann Henry Wheaton, der das maßgebliche völkerrechtstheoretische Handbuch im englischen Sprachraum für das 19. Jahrhundert schreibt. Der hat auch immer diese ganz konventionelle Einteilung mit Völkerrecht im Krieg, Völkerrecht im Frieden. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Mehr habe ich im Moment nicht parat. Ja, auch vielen Dank für diese sehr erschöpfende Antwort. Auch, wenn ich das sagen darf, einen sehr rechtsgeschichtskritischen Beitrag zur Verrechtlichung von Unrecht. Anders kann man das wohl nicht interpretieren, Völkerrecht auch als, wenn man so will, Vollzug von Unrecht. Und das, denke ich, ist eine sehr beklemmende, sehr bedrückende Erkenntnis dieses Vortrages. Und wenn man das jetzt mit dem EU-Recht bzw. mit Vertragstexten, die Europäische Union einzelne ihrer Mitgliedstaaten oder die Europäische Union als Ganzes mit anderen Staaten vergleicht. Sehen Sie eigentlich hier Möglichkeiten des Vergleichs, wenn wir Vertragstexte anschauen, Handelsabkommen, Kooperationsabkommen, Assoziationsabkommen, wo ja auch der Faktor Kultur eine Rolle spielt, das ist flankiert mit Kulturabkommen, oder auch der Faktor Menschenrechte, Demokratie. Sehen Sie da eine interessante Vergleichsmöglichkeit mit den bilateralen Verträgen, die Sie auf Pseudosouveränitäten gründend auch dargestellt haben, wäre das eine interessante Forschungsaufgabe, wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir in die zukünftige Forschungsperspektiven hineinblicken? Also ich kann mich jetzt nicht äußern, ich habe mich also mit den Verträgen, die EU macht, nicht beschäftigt. Aber es wäre auf jeden Fall, soweit ich sehen kann, sinnvoll, dieses zu tun, denn die EU bewegt sich Politikfeldern, wie auch in diesem Völkerrechtsbereich, immer mehr auf einen Staat hin. Und sie betreibt ganz seltsam, aus meiner Sicht, zum Beispiel eine Migrationspolitik, die eigentlich eine Migrationspolitik eines Staates ist, aber nicht die Migrationspolitik einer regionalen Institution. Sie versucht auszugrenzen, obwohl sie eigentlich eine inklusionistische Migrationspolitik treiben sollte oder treiben könnte, mindestens von ihren Grundlagen her. Und genauso im Vertragswesen versucht sie sich zu gerieren, als wäre sie ein Staat. Das könnte ein interessanter Indikator sein für Prognosen, wie sich die EU weiterentwickelt. Vielen Dank auch für diese Einschätzung. Wir sehen also, dass versucht, Integrationsdefekte zu bewirken, Inklusion zu fördern, auch mit Exklusivität zu tun hat, dass das ein Zwillingspaar ist und sich nicht ausschließt, Exklusivität und Inklusion und Integration.
Ich sehe keine weiteren Fragen mehr aus dem Publikum und darf mich daher auch noch einmal ausdrücklich bedanken für Ihre Ausführungen, die sehr viele grundsätzliche Fragen aufgeworfen haben und auch auf grundsätzliche Probleme, denke ich, aufmerksam gemacht haben. Ergebnis davon war eine ergiebige Diskussion mit einigen Nachfragen, mit einigen Vertiefungsmöglichkeiten. Wir sehen also, die Geschichte Europas, die Geschichte auch der europäischen Einigung ist nicht nur rosig, sie hat mit dem Erbe, mit der Hypothek dieser Geschichte, die Sie dargestellt haben, auch heute noch damit umzugehen. Damit zu kämpfen ist vielleicht etwas zu theatralisch und zu pathetisch. Es gibt einen langen Schatten des Kolonialismus, der eng verknüpft ist mit völkischen Ideologemen. Und es ist verblüffend, erstaunlich und bedrückend, wie teilweise sogar Argumentationen, die heute in einem sehr modernen, progressiven Gewand daherkommen, im Zeichen der Demokratie und der Menschenrechte auf den ersten Blick und möglicherweise auch nach weiteren vertiefenden Studien sich sehr ähneln oder sogar gleichen. Wir werden uns, meine Damen und Herren, hier zu bedanken haben bei unserem Gast, Herrn Kleinschmidt. Nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, für die Diskussionsbereitschaft. Applaus